Die soll bestimmt hier zu der Höhle hinführen. Vielleicht. Ich bin fest überzeugt. Egal. Ja, haben wir auch aufgeräumt. Ja. Bett Also, was ich noch aufsammeln. zu bieten hätte, wäre der Ort der Beschwörung, da mal zu gucken. Nee, das ist Underfanger. Wo ist denn mein Bett? Achso, ich habe jetzt eins genommen, was da rumläuft. Nachdem jemand mein Bett genommen hat, dachte Oh. ich, ist es jetzt gut. Einfach so ein miefiges Bett. Alter Schwede, ich arbeite hier mit Leuten zusammen, ey. Weißt du, jetzt hab ich nämlich sein Bett und das ist auch ein Sack Flöhe. Da hinten ist auch ein großes Krokodil, kann das sein? Das sieht auch ziemlich groß aus. Oder was ist das? Das ist ein Ach nee, das sind Dings. diese Schildkrötenechsen da. Schildkrötenechsen. Okay. Keine Ahnung. Wo sind wir denn nur auf der Karte? Lass uns einmal schauen, wo wir sind. Genau hier. Ah, die Wo könnte denn Tiere. noch eine Höhle sein? Die sind ja alle so schön verteilt. Also, hier sind nur zwei Höhlen gewesen. Das war nicht die Frage. Das war nicht die Frage eben. Aber es Oder ist wir gucken nicht uns mal die kleine anmaßend. Stadt an, die da oben ist. Oder ein kleines Dorf oder was das ist. Und wo guckst du denn gerade hin? Das ist Richtung I56. Auf der Linie zwischen I5 und 6 liegt das. Fünf und sechs. Ja, dann sind wir dicht hinter dir vielleicht. Vielleicht, ja. Mal gucken, wo das überhaupt längs geht. Aber hier zwischen G, H und 5 hier ist hier der Ort der Beschwörung. Der Hase. Genau, Hat so ein stopp. rotes Auge. Wo müssen wir denn da längs? Wir müssen da oben rauf, meine ich. Ein Berliner, ein Stück Zitronenrolle und ein Stück Kuchen. Was ist Berliner und Zitronenrolle dann? Was? Kein Kuchen? Teilchen. Teilchen eines Kuchens? Teilchen. Ermästet mich allein, Teilchen. weißt du? Oh, das ist aber süß. Wenn du es mir nicht mitgebracht hättest, hätte ich dich Spinne. von oben bis unten aufgeschnitzt. Wenn die aber Spinnen Spinnen. sind, sind die auch Höhlen. Spinnchen. Aber brauchen wir eine Spinnenseite? Wollen wir nicht mal ein paar hier weghauen? Große Spinnen Wir haben noch natürlich. ganz viel Spinnenseite, oder nicht? Und Leichen Wir haben gibt's auch. das alles schon verbraucht, mein Freund. Wollen wir hier die Pferde kurz abstellen und ein paar Spinnen Alter looten? Schwede, die sind ganz schön zäh, die Dinger. Ja. Aua! Komm gar nicht ran, so schnell ist die. Wow! Die hält aber einiges aus. Ja. Hilfe! Bin ich spinnt. Eine Ach, Spinne. Ich komme nicht ran, es weil ist die so gleich eine schnell ist. Bossspinne. Oh, das ist eine zweite Spinne. Dein Getreuer sei da aufgestiegen. Hey, ho! Oh. Die eine Spinne ist gleich tot. Ja. Da, ich auch. Mein Pferd auch. Oh Gott. Echt, dann für mein Pferd Weil nimmt Pferd überhaupt hat keinen einen Kopf Schaden. ranbekommen. Oh, Oh, ich bin eine Stufe durchdrungen. aufgestiegen. Die Die Spinne ist tot. Spinne hat mich durchdrungen. Kommt da gar Wo nicht seid ihr an. eigentlich alle, sag Was? mal? Wir alle drei sind auf einem Weiß Haufen. niemand. Natürlich Hä, sind wir die, ich bin bei den Spinnen abgebogen und plötzlich war die alle weg, weil ihr nämlich nach oben durchgerannt seid. die. Eine Rollspinne. Eine Spinne. Hey, stimmt irgendwas nicht. Zitrin. Chitin heißt das. Aber Zitrin klingt lustiger. Zitrin, Zitrone. Besser als Capri-Sonne. Was ist denn mit So. Wollen wir da unten mal helfen? Okay. Oh, tot. Problem ist, wenn wir dann unten sind, dann rammen wir ihn sozusagen direkt aus seiner Rüstung. So, wohin gehen wir jetzt? Das hier wird erstmal hier blauer Spinnenmatsch gelootet. Lecker.
Aber jetzt, da hinten geht es ja irgendwie noch weiter, ne? Hier hängen auch überall ganz viele Spinnenweben und so. Ja, deswegen. Habt ihr das jetzt eingepackt? Kann man die einpacken? Ja, da sitzen auch noch Spinnen, ne? Ja. Nur weil irgendjemand gerade enthusiastisch vorweg reitet. Ich reite nicht, mein Pferd steht weit weg. Wer ist da hinten? Oh, die Spinnenzeugs hier am Felsen kann man nicht looten. Nee. Ein bisschen groß dafür, ne? Looten? Gut. Soll immer noch jemand zum Reden finden. Oh, ja. Das Spinne, die spuckt. Das geht doch ganz wunderbar. Ich bin ein Reiterbogenkämpfer. Nice. Das wär's. Kannst du noch was? Hier geht's nicht weiter. Da passiert auch gar nichts mehr, oder was? Nee. Nein, hier ist nichts mehr. Ich dachte, da würde jetzt vielleicht noch irgendwie eine Bossspinne auftauchen hier hinten oder so. Ne? Das ist ja ein bisschen boring. Ja, ich hätte gehofft, dass wir an dem Fels hängen ein bisschen was looten können. Ja. Oh. Das war das, was ich eigentlich dachte. Als ich das hier alles so runterhängen sah. Na, Mann. Als ich das so runterhängen sah, dachte ich, da könnte man doch mal ein bisschen dran rumlooten. Komm mal her. Wo bist du, mein Freund? Ja, ja, bleib mal einfach stehen, ey. Ja, und dann rammt Andi mich wieder von der Seite. Das war wieder Ramm. Ramm-Party. Ja, Ramm-Party. Ramm-Party, Ramm-Party. Ja, so, warte mal. Wir wollten... Kann sein, dass wir da längs müssen. Spinne! Hol die Spinne! Und ich hab den Staubsauger nicht dabei. Kann der lieb spinnen. Ja. Das sah wie in Schweden aus. Ja, das kann ich unterschreiben. Genau so. Geht aber ganz ohne, genau so. Ivan, ich, oh Gott, ich blute. Ja, das war ich. Und blut ist. Von Flinte gerannt bist. Oh Gott. Flinte. Ich weiß von nix. Kann mich ja nicht erinnern. Tot. Wegfällt sie. Und top. Mal hier ein bisschen um die Ecke, ob da noch irgendwas kommt. Also da ist auf jeden Fall schon mal ein Wachturm oder ein Feuerbrand. Hast du nicht ein gesehen? Ding. Das ist ein Leuchtfeuer. Das Leuchtfeuer von Gondor. Ja, die Leuchtfeuer von Gondor. Ja. Wir haben aber nur eins gefunden. So. Neuseeland ist ja auch ein bisschen größer, ne? Da kann man sich mal verlaufen, ne? Stirb endlich, Mann! Hoi. Klatsch. Oh, Mann, muss Papa immer persönlich zu Hause. Das ist mal zum Leuchtfeuer. Muss ich noch mal irgendwie was gucken. Irgendwas stimmt hier nicht. Eine Spinne vorbeigeflogen. Was, eine Spinne vorbeigeflogen? Ja. Ich bin vom Berg runtergesprungen. Da oben sitzen Geier drauf, kann das sein? Was? Wo sind Geier? Guck mal, wo ich jetzt stehe, wo ich jetzt auf dem Felsen hochgucke, da oben drauf sitzt irgendwas. Ah, okay. Ja, hier vorne an der Klippe hängen sitzen auch ganz viele Geier. Da wo ich jetzt gerade war. Ja, die wussten, dass wir kommen und gleich kommt Mama Spinne. Oder Papageier. Papageier. Oh Gott! Oh, ich blute. Mama Geier. Gut. Sind auch Babygeier? Ja. Geiermeier. Jetzt machst du eine Runde zu springen. Ich. Also, hau mal. Ich muss das kurz mal ausprobieren. Oh ja, ganz schön. Was beim Leuchtfeuer ist noch eine Spinne. Oh. Alter. Was denn? Da oben wartet Gandalf. Na, endlich haben wir ihn gefunden. Gandalf. Au. Oh. Entschuldigung. Schmeißt er mich weg. Ich hatte mich vorhin, um euch herzuporten, hatte ich mich zum Admin gemacht und aus irgendeinem Grunde ist der Admin
godlike unverwundbar. Also ich laufe hier momentan godlike unverwundbar rum. Ach, deswegen lebst du die ganze Zeit so. Das stört mich gerade ein bisschen. Ja. Ich weiß nicht, wie ich es verhindern soll. Da oben wartet Gandalf, genau. Oder Rapunzel. Chaos, Nacktwachtteam, wo seid ihr denn jetzt schon wieder hin nach da hinten? Wir kümmern uns um die Probleme, während du dich um deine kümmerst. Ja, genau. Dann kümmern die euch mal kurz um die Probleme. Ich muss mich mal eben kurz ausloggen. So, und betraut sich jetzt hier rüber zu springen? Oh Gott. Müsste ja funktionieren. Mach mal. Oh, da kommt für das erste Pferd. Einmal kann man das immer machen. Weiß nicht. Ich will nichts riskieren. Ich bin noch immer godlike. Ah, Ranuri, du bist Beste. Endlich erkennt das mal jemand. Bäh. So, einmal gucken. Ja, rüberspringen kann man, nur zurück kommt man nicht. Gut. Sag jetzt nicht, du bist rübergesprungen. So, ja, ich. Wir müssen aber irgendwie da drüben hin. Ja, komisch. Wir können darüber springen. Weil da drüben ist doch das. Da drüben ist doch das Dorf, oder sehe ich das falsch? Steht das alles falsch. Doch, ich sehe es auch. Also das sind so Bauten zwischen diesen großen. Wir müssen irgendwie runter. Genau, wir müssen da irgendwie. Ja. Erstmal runterspringen. Ja, hui. Und meine Getreue ist aufgestiegen. Das alles also es ist einfach nur eine abgebrochene Berlin? Brücke hier. Das heißt, du musst da unten komplett. Das ist doch arm. Darüber. Also wir müssen komplett runter. Ach. Da hinten können wir noch runter. Genau, in die Richtung hätte ich jetzt auch gedacht. Ding. Und deine Getreue ist aufgestiegen. Alles durch ein Berliner und ein Stück Zitronenrolle. Eben, ja. Hinbeamen, alter Ranuri, was machen wir nicht? Also nicht, nur ganz selten. Scheiße, die gucken die YouTube-Videos, also manchmal. Da hinten ist irgendwie ein Schrein oder so. Vielleicht auch ein Priester. Ein Schreiner? Ein Schreiner. Lass die Spinne hier töten. Lass doch erstmal alle Spinnen bis nach hier unten durchpolen, dann können wir die noch hier unten alle. Alter, kannst du mal irgendwie so rein, dass du nicht alles wegrammst? Geht das? Kannst du bitte dich immer anhalten? Alter Schwede, ey. Mann. Mi. Mi. Ja, genau, Mimi Master. Wollen wir nicht erstmal zum Schrein da? Nein, wir reiten jetzt alle zusammen in die gleiche Richtung. Oh, hast du das schon wieder stehen? Ich stehe die ganze Zeit. Ja, aber zu dem Schrein. Achso. Ja, so oder so. Vielleicht finde ich ja endlich immer zum Reden. Mit euch kann ich nicht sprechen. Mein Getreue ist aufgestiegen. Stirb, du Spinni. Ich auch bin mein Getreue. Und was war das mit dem Schrein? Wollten wir da jetzt hin oder was? Ach, seid ihr schon drüben? Hä? Oh. Ja, ich kämpfe. Wo seid ihr? Ganz spannend. Alter, hier sind die wieder abgehauen, ey. Leute, ey, wir müssen mal zusammenbleiben. Wir können doch nicht einfach weiter reiten, während hier einer noch am Kämpfen ist. Ja, wir sind jetzt zusammen. Wo bist du? Hä? Gerade war Chonda noch bei mir. Wo ist denn jetzt hin? Jetzt habe ich zwei andere Leute gefunden. Nee, Chonda ist doch nicht zurückgeritten. Doch, jetzt bin ich zurückgeritten und ich bin jetzt beim Schrein. Oh. Ja, ich komme zum Schreien. Könnte schreien. Ja, genau. Wo reitet Kanda jetzt hin? Schreien. Traum ist. Wo reitet Negro hin? Ja, zum Schreien. Also Kanda ist jetzt hier bei mir. Ich reite die Richtung, in die Kanda geritten ist. Also Negro ist die andere Richtung geritten. Hat gerade irgendjemand. Hat jemand rumgeschrien hier? Da. Da ist jemand! Oh Gott! Aus dem Weg! Geht weg! Durchdrungen! Ah! Tötet den Bastard! Macht schon! Bin da.
Hallo. Ja, ich bin schon seit einer halben Stunde tot. Er ist ein Priester, Mitra-Priester. Stopp, dann nicht töten, nicht töten, nicht töten! Aufs Pferd drauf, oh Gott. Wer hat denn jetzt einen Knüppel? Ich hab einen Knüppel. Ich auch. Der ist schon tot. Wie? Das Pferd. Das ist ein Pferd. Au! Oh, Alter, ey. Aber es ist seltsamerweise, bist das nur du? Was habe ich jetzt gemacht? Ich sitze nicht mal auf einem Pferd. Doch, muss ja sein. Oh, da ist noch einer. Was ist er denn für einer? Auch ein Priester? Ne, scheint ein Gaukler oder sowas zu sein. Ne? Ein Gaukler? Das ist auch gut. Ja, aber den schleppen wir doch von hier aus nicht mit zurück. Weißt du, wo wir sind? Oh, das ist ein Deck Mitras gleich. Ah, nein, mach den fertig. Kann der verhaut ihn gerade mit den Fäusten. Das ist spannend zuzugucken. Wow. Oh, hier ist ein Tagebuch. Kann da das hier mit den Fäusten in Stücke gehauen? Mir Spaß gemacht. In Stücke, schön die Hand abgehackt, Alter. Ja, wirklich. Mit der Faust. Ich hab mitgenommen. Tagebuch eines Priesters. Ein in Leder gebundenes Tagebuch. Info. Und wo liegt das? Beim Schrein oder was? Erst töten, dann fragen. Genau, ganz meine Devise. Erst töten, dann fragen. Also ich hab's aufgesammelt. Ja, schön, wenn danke. Eh zum Interagieren. Ja, guck mal hier, ich hab das meins, danke. Also, habt ihr's? Das liegt da halt nicht mehr. Ach so. Dann hier. Hat Looten so an sich. Ja, das ist ein Beutel hier. Genau, ja, da liegt ein Beutelchen. Ja, Beutel. Ein Beutel. Ein Buchsbeutel. Tagebuch eines Priesters. Nee, hab ich. Alles gut. Was? Keine Ahnung, hat er aufgesammelt? Weiß ich nicht. Erst töten, dann fragen. So, und jetzt? Der glänzenden Rüstung hinterher. Ich dachte, wir wollten dieses Fundament da ansehen. Wir müssen irgendwie nach unten halt. Da scheint es ja nach unten zu gehen. Ah. Oh. Da drüben. Ich dachte, wir wollten erstmal dieses Fundament angucken. Was denn für ein Fundament jetzt schon wieder? Jetzt haben wir uns auch gerade den Altar angeguckt. Ja. Und dann wollten wir da oben wollen wir noch hin. Da. Aber halt oben. Okay. Und Totflüsterruinen. Hier hat sich mal einer totgeflüstert. Was? Das ist eine Höhle. Ach. Da oben ist eine Höhle. Das ist keine Höhle. Da, und da ist doch ein Dorf. Das sieht doch nach einem Dorf aus, oder nicht? Wow. Und hier rennen ganz viele Spinnen in der Gegend rum. Spindorf. So, wollen wir hier oben irgendwie die Pferde abstellen? Hier so? Ja, irgendwie. So, Pferd. Nicht mehr folgen. Pferd nicht mehr folgen. Pferd nicht mehr folgen. Oh! Ah! Oh, das sieht aus wie so eine fiese Mega-Vogelspinne, ey. Das ist eklig. Ja. Müsst ihr eure Wasserbeutel noch füllen? Hier unten wäre Wasser. Ja, genau. Verpass mal allen Pferden ein. Alter. Ja, mir hat's irgendwie. Oh, ja, bei dir ist es irgendwie durchgegangen, merke ich. Wasser ist keine dumme Idee. Genau. Mein Beutel ist nämlich fast leer. Und du hast. So, Spawnpoint aktualisiere. So, Sieben. Schnick. Kannst du mal aufhören, hier in der Gegend rum zu hacken? Ja, da sind welche. Da ist jemand mit einem Shield. Wenn wir unsere Betten ausbreiten. Klatsch. Ja. Liegen da schon. Da unten ist auch noch ein Durchgang. Habt ihr das gesehen? Wollt ihr denn unten? Und da hinten ist auch noch ein Lager. Wir machen wir zuerst platt. Ja, alles gut. Ich hab's nur gerade gesehen, als ich vom Wassertrinken wieder hochgekommen bin. Oh, da hinten sieht's aus, als ob da eine Höhle wäre. Bei dem Dings da. Ja. Ja, aber wir sind ja jetzt erstmal hier. Habe ich nicht gerade gesagt, da ist eine Höhle. Mal hier oben pullen. Du läufst gerade zur Höhle. Ich laufe gerade zu dem Dorf. Ja, und wenn du da jetzt weiter rum. Und der Typ wird gerade von den Spinnen platt gemacht, der da oben gestanden hat. Dann gucken komm, wir helfen ihm. Todflüsterruin. Ja, ich muss sagen, ich habe den Todflüsterruin auch jetzt erst entdeckt. Oh, not thank you. Boah, ein Schmiedstufe 3. Komm, wir haben davon einen Schmied. Wir haben schon einen Schmied Stufe 3. Ein Stück höher geht nicht, ne?
Boah, aua. Was geht hier? Ah, oh, ja, ist gut. Ich komme ganz gut zurecht, das kann er nicht überstehen. Das scheint eine Spinnenhöhle. Na, wie kommst du darauf? Pfui, Spinne. Wollen wir zuerst die Höhle oder zuerst das Dorf? Erstmal die Spinne. Oh, oh, meine Kette ist wirklich ausgerüstet. Deswegen sagte ich gerade. Hanna, warte nochmal, wir wissen noch gar nicht, was das ist. Oh, noch eine Spinne. Das ist relativ. Mein Essen geht jetzt frei, ne? Das war relativ schwierig, ja, einfach. Auf wen habt ihr geschossen? Ich stecke ja da drei Pfeile im Kopf stecken, ey. Wegschaffende Wächter. Das musst du erstmal nachmachen. Was hat ein Dreizack? Tamoranische Kämpfer 1, lol. Sind 1. Hast du ihn gelootet? Nee. Nee, das ist gut, Liter. Pfeile drin. Bin überlastet. Toll. Ich loote ja immer nicht, ich bin ja ganz bescheiden. Wegstation. Kohle. Ja, muss dann leider weg. Weg. Kämpfer der Stufe 3, ich könnte vielleicht gleich hierfür gebrauchen. Oh, der hat ein mächtig großes Schwert. Okay. Ich bin der sumerische Kämpfer. Oh, geil. Noch Nordheim-Kämpfer 1. Ich treffe den nicht, ich häng immer fest. Ich treffe ihn auch nicht. Alles ein bisschen. Buggy. Nee, aber ihr bewegt euch immer dann, wenn wir gerade schießen. Ja, und zieht ihn raus. Einer hat Nase. Und zieht ihn aus dem Schussfeld raus. Alles gut. Ja, ist so. Also looten gucken. Loot gucken. Kiste. Ja, genau. Kümmer du dich mal um die Kiste. Katzenfell haben die eiskalt. Hier Silbermünzen. Was kann man eigentlich mit den Münzen machen? Damit kann man ihnen Sachen kaufen. Was? Also falls jemand mitnehmen möchte. Cool. Der hat eine Nashornhaut. Gut. Ich wofür braucht man Rohasche? Und Katzenfell vielleicht auch. Keine Ahnung. Dann schmeiß ich's weg. Ich bin sowas von überlastet. Ja, dann tu doch was in dein Pferd. Unser Pferd steht ein bisschen weit weg. Gut, dann schmeiß ich jetzt hier ein paar Sachen raus. Der Antilopenkopf kommt weg, die mittlere Rüstung kommt weg, die Eisenverstärkung kommt weg. Was haben wir denn hier noch verstört? Chitin kommt weg. Reptilienhaut kommt weg. Oh, wieso kann ich die Fässer nicht looten? Die brauche ich. Achso, Entschuldigung. Anuri, tschüss. Tschüss. Schlaf gut. Ja. Hauptsache, ich loote Tionda. Was? Aber die Tasche gegriffen, den nackten Mann. So, ein Arm kann weg. Sonst noch irgendwas. Guck mal, hier oben ist auch noch eine Mann. Ja, hier ist eine Höhle. Oh, und ein Haken. Und die Kiste habt ihr jetzt alle schon fleißig gelootet. Ja. Ich habe gar nichts gelootet. Ich habe ein bisschen was rausgenommen. Also da vorne ist eine Höhle und links, wo wir gerade hergekommen sind, ist eine Höhle. Oh, das ist ja wirklich eine Höhle. Ja, warum sollte ich das sagen? Etwas größere Höhle. Warum sollte ich das sonst sagen? Weil du es sagen wolltest. Mein Pferd ist aber leider auch schon voll. Ich muss noch einmal ganz kurz zurück zu den Pferden, nützt nichts. Okay. Du kannst ja was auf mein Pferd draufpacken. Findet irgendwann sowieso den Weg zu dir. Genau. Oh Mann. Ach. Tada. Warum wird es jetzt dunkel? In der Höhle ist es doch eh dunkel. Aua! Warum haust du mich? Einfach so. Alter. Oh, hier ist noch ein. Oh nee. So, und wohin gehen wir jetzt? Jetzt zur Dach zur Höhle oder zur Höhle Höhle? Wo seid ihr denn jetzt? Ich stehe hier. Hier. Ah, hier ist eine Schmiede. Eisenbereich mitnehmen. Die waren wir hier nicht schon? Ist das nicht eine von den Spinnenhöhlen? Nee, bei der waren wir noch nicht. Dann wären wir auch in dem Lager gewesen.
Das war schlau, ne? Erstaunlich logisch. Kander, komm mit. Oh. Ich bin doch schon links. Oh, schwebelst du hier rum oder was? Ja. Ist das Schwefelstein? Ich hab nur gemerkt, es roch hier nach faulem Ei und du warst aber zu weit weg. Ach so. Ey, schon, aber das Schwefelstein oder normaler Stein? Schwefel. Was? Schwefel? Ist der Höhle? Nee. Hier ist nicht immer ein Verzeichnis. Guck mal, hier liegt doch auch noch jede Menge Schwefel rum. Ja, deck ich ein. Können wir die nächste Mal ein bisschen Stahl barren? Ja, und hier liegt Eisen. Ne, das nehme ich jetzt nicht mit. Ein bisschen Eisen mit. Ob man eine Spinne auch mit einer Hacke abbauen kann? Hast du bestimmt. Oh, da kommen richtig viele, glaube ich. Mindestens drei. Oh. Eines weg. Das treffe ich hier nicht. Jetzt. Auf. Die ganzen Mini hier. Auf. Entschuldigung. Wir sind schon alle tot. Ja, das ist tatsächlich, finde ich, auch ein bisschen schwach gemacht bei dem Spiel. Das, wenn was denn? Ja, wenn ich jetzt den rechten Maustaste zum Zuschlagen benutze und die Spinne stirbt aber vorher, dann schlage ich den nächsten von euch, der rumsteht. Ja, sowieso. Wenn du eine Kombination drückst oder sowas in der Richtung, dann ampelt er auch noch minutenlang rum. Naja. Hier ist auch Eisen in dieser Höhle drin. Oh, was ist da hinten? Da hinten stehen Skelette. Yeah. Skelettis. Skeletti Spaghetti. Guck mal, der reagiert aber schneller auf Pfeile im Kopf. Und die sind gar nicht mal so schwach, die Skelette. Und jetzt steht hinten, von hinten sind noch ein paar Spinnen dazugekommen. Ja, ich kümmere mich mal um ein paar Spinnen. Ich kann nicht weg. Oh Gott, ich will nicht sterben. Komm nicht raus. Ja, die Skelette machen auch Damage. Ich kann mein Schild nicht als Deckung benutzen, weil ich keine Ausdauer habe. Boah, was ist denn hier los? Ja, was ist hier los? Die halten viel zu viel aus. Okay. Okay. Wie macht denn die ganzen Power-Moves da, ey? Ich will mal sagen, Rückzug. Ja, das kann ich auch vorstellen. Hat jemand seine Bettrolle drauf hingelegt? Wir alle. Ja, meine Bettrolle ist irgendwo drauf. Rennt! Die sind zu stark! Raus, Jungs, raus! Echt? Findet ihr? Ja. Ich bin schon fast tot. Echt? Oh, da folgt uns immer noch einer. Ich gar nicht. Ja, ich mach den. Wenn er. Ihr bleibt ja nicht stehen. Ich hab auch keine HP mehr. Geschweige denn Ausdauer. So, da kommt noch einer. Ja gut, aber wenn sie auseinandergezogen sind, dann. Oh. Klatschi, klatschi. Klatschi, klatschi, genau. Aua, aua, Jungs, jetzt ist mal gut. Ich sagte, ich hab nicht mehr viele Hitpoints. Ja, das war doch voll easy peasy. Was ist das Problem? Ich werde immer keine Heiltränke haben. Aber ich habe Bandagen. Wäre eigentlich mal ein Zeitpunkt, das auszuprobieren, ne? Ich habe nicht rausgefunden, wie man sie benutzen kann. Und ich habe keine mehr mit. Heilung beendet. Bei der Spitzhacke abbauen. So, ja, du legst sie auf den Slot, drückst da drauf und dann fängst du an zu heilen. Okay, dann sollte ich mir wieder welche einpacken bei Gelegenheit. Oh, hier sind Schwefelsteine. Jetzt habe ich keine. Was? Die Heilverbände. Ja, ich hab meine verloren. Ich war so missgeschickt. Ja, ich auch. Oh Mann. Hier gehen Sachen ab. Wollen wir wirklich nochmal kämpfen? Ja. Ja, nicht. Das sind nur noch drei, glaube ich. Meinst du, ich sehe da ganz viele rumrennen? Und sogar einen Speeden. Echt, ich sehe da drei. Ganz genau drei. Da rennt einfach einer rum, als ob da Speeds und Sand sind. So, und jetzt gehen die gerade alle wieder auf Start. Position?
Ja, mal gucken. Am besten einen aggressiv machen, damit er herkommt und dann einfach einzeln töten. Da steht längs einer in der Ecke. Braucht er gar nicht mehr laufen. Jetzt geht das mit Berne los. Aber der ist auch schon fast tot. Hallo. Hier ist so wenig Licht. Hat ein bisschen Ausdauer gebraucht. Hey, da steht noch einer. Da stehen Tausende. Da stehen noch zwei. Aber die greifen gerade nicht an. Oh, oh, Gott. Das sind vier. Ich komme hier nicht raus. Ich bin gleich tot. Nur Gott. Okay, wieder rückziehen. Erstmal wieder zurückziehen. Ja, ich kann nicht zurück. Ich bin eingekesselt von dir. Ja. Aber jetzt eins zerstören. Aua. Könntest du jetzt mit dem Camper Stufe 3 aufnehmen? Alter. Läuft doch. Man kann die nicht plündern, das ist voll doof. Nee, man kann die nur looten. Mit Knochen, komischerweise. Wie gut heilen deine Verbände? Wir gehen nicht mehr weiter. Was für Kiste? Wie gut heilen deine Verbände? Hast du mal einen? Ich loot mal die Kiste. Links gehen wir definitiv nicht weiter. Wieso? Guck mal nach. Ah, jetzt kann ich hier wieder nichts drücken. Oh. Ich hab hier hingelegt. Ja. Hallo. Ja, ich kann gerade nicht. Vor mir liegt ein. Ja. Ja, Engel hat da unten Akku gezogen und ich. Oh, ja, dann nehme ich die wieder mit. Ich bin fast tot. Ich fang. Ich laufe nochmal Richtung Ausgang. Ja. Oh Gott. Irgendwie durchdringen. Ja, das hab ich auch gerade. Ander, pass auf, sonst ist gut. Ja. Ich will gar nicht wissen, wie lange das dauert, bis wir den ganzen Scheiß wieder repariert haben. Ey. Ja. Du bist eine Stufe aufgestiegen, warum krieg ich nicht voll HP wie bei Bro? Ich will sehr es. Die sind endlich tot. Ah, verdorbenes Fleisch geben die auch gut. lecker. Ja, so also jetzt kannst du mir nochmal so einen Verband runter plumpsen lassen, wo auch immer du bist. Ja. So, und jetzt sagst du unten in die Leiste, wo ist denn das Zeug? Genau, unten in die Leiste ist nämlich eine Windel. Ich will gar nicht wissen, wie lange das jetzt schon wieder nicht funktioniert hat da unten, ey. Was hat denn Kamera aus irgendeinem Grunde rumgespackt, um mein Greenscreen war zu sehen.